Sie will kein drittes Kind. Peter Andres Frau verweigert Sex. Der britische Sänger erlebt momentan eine waschechte Sexflaute. Eigentlich hat Peter Andre, 44, mit seiner Ehefrau Emily McDonagh das große Los gezogen, denn die beiden sind nicht nur ein glückliches Paar, sondern auch Eltern von zwei süßen Kids. Wenn es nachgeht, kommt bald noch mehr Nachwuchs hinzu. Emily hingegen pfeift auf weitere Mutterfreuden und verdammt ihren Liebsten zur Keuschheit. Nachdem die 28-Jährige vor über einem Jahr Söhnchen Theo auf die Welt gebracht hat, steht ihr der Sinn gerade nicht nach Familienplanung. Ihr Schatz, der mit seiner Ex Kathy Priese, 39, ebenfalls zwei Kinder hat, hat dagegen immer noch Bock auf weitere Babys im Haus und das ist ihr bewusst, wie dem britischen OK-Magazine verriet. Deswegen geht sie im Bett total auf Abstand zu mir. Sie sagt, bleib da drüben. Na hoppla, hängt bei dem Paar etwa der Haussegen schief. Von Liebesstress keine Spur, immerhin kann sich Emily durchaus noch eine Schwangerschaft vorstellen, allerdings erst in 2 bis 3 Jahren. Dass den Traum von noch mehr Sprosslingen noch nicht aufgegeben hat, überrascht den 44-Jährigen selbst wohl am meisten. Es ist schon ein bisschen komisch, oder? Besonders, weil ich damals gesagt habe nie wieder. Als ich trotz 7 Espressos am Tag noch Probleme hatte, erinnerte er sich an stressige Papa-Tage. Könnt ihr Emilys Reaktion auf Peters Kinderwunsch verstehen? Ja, zumal ihre letzte Geburt so schwierig war. Da vergeht einem die Lust auf Sex. Gar nicht. Man kann doch verhüten. Punkt.